Ja, Leute, die Rematches erreichen mittlerweile ihren Höhepunkt. Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Strahlender Diamant. Das Team ist hochmotiviert, einen zweiten Durchgang gegen die Top 4 auf alle Fälle nicht nur zu überstehen, sondern mit großer, großer Überlegenheit zu gewinnen. Ja, und den ersten haben wir bereits besiegt, nämlich Herr Baro. Der war überhaupt keine Herausforderung. Mal gucken, ob das gegen Theresa genauso sein wird. Wobei ich noch am Überlegen bin, wen ich an erste Stelle packe, denn Theresa hat ja Boden-Pokémon. Ich glaube, da ist Empoleon fast die beste Auswahl. Ich meine, Luxtras komplett nutzlos, weil Elektro halt und ja, gegen Boden-Pokémon überhaupt keine Auswirkungen haben. Deswegen, ja, leider müssen wir auf ihn wahrscheinlich verzichten. Der ist einfach nur eine Übergangslösung. Sollte es vielleicht mal blöd laufen. Wir geben unser Bestes auf alle Fälle. Ich meine, Theresa, so stark war die jetzt auch nicht. Im Rematch hat sie natürlich jetzt ein bisschen mehr Stärke. Ja, die hat auch wieder nur 5 Pokémon. Ja, stimmt, da habe ich geguckt. Anscheinend haben wir im Rematch wirklich alle von den Top 4 weiterhin nur 5 Pokémon. Erst im dritten Durchgang sollten die anscheinend ein 6. haben. Ja, by the way, es gibt tatsächlich auch einen dritten Durchgang, den man machen kann. Da sind alle dann nochmal eine Spur stärker. So, auch sie ist bei Level 66. Und dieses Welser von ihr, das haut meinen Plan gerade durcheinander, weil das ist ja auch Typ Wasser, wenn mich alles täuscht. Das ist nicht gut. Ich probiere es trotzdem mit Siedewasser. Ja gut, okay, zieht die Hälfte ab. Ja, und dieses Welser hat natürlich Erdbeben drauf. War nicht anders zu erwarten. Verdammt, Empoleon. Der hat gerade Probleme dagegen. Ach Mann, was soll ich tun? Ja gut, Siedewasser, jetzt wird es auf alle Fälle killen, aber ich glaube, das war's mit Empoleon dann schon. Ein weiteres Erdbeben hält der nicht stand. Skorko. Ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Warte mal, was war das nochmal für ein Typ? War das nicht Käferboden und sowas? Ich bleibe auf alle Fälle mal bei Empoleon. Hui, das sieht gefährlich aus. Ja gut, ich gehe davon aus, dass wie gesagt, das Empoleon kein weiteres Erdbeben mehr überlebt und der wird das sicher auch drauf haben. Deswegen, ich gehe einfach mal auf die... Fuck. Ja, Empoleon weicht aus! Danke, Junge, danke. Ich gehe auf die Aquahaubitze. Nice, und die macht One-Hit. Okay, Empoleon hat noch eine weitere Chance. Solange die Initiative höher ist, passt alles. Jetzt gerade war es eben nicht der Fall, aber er ist ausgewichen, deswegen passt schon. Gut, Empoleon erreicht die 80. Auch damit bin ich mehr als zufrieden. Geowatz. Gut. Ich glaube, gegen Geowatz sollte man eindeutig die höhere Initiative haben. Und der hat Typ Stein auch. Typ G-Stein. Achso, scheiße, ich kann mich ja nicht bewegen. Ich bin so ein Honk. Aber er hält Stand. Gott sei Dank. So, soll ich ihn jetzt heilen, ja oder nein? Ich glaube, das bringt nicht viel. Deswegen... Ja, sieht er was so. Sollte vielleicht sogar nicht überleben. Tut er auch nicht. Nee, scheiße. Da ist ein Millimeter noch da, oder? Fuck. Robustheit. Okay, das ist bitter. Und die Verbrennung. Okay. Ja, Erdbeben war klar. Gut, also in Polen ist raus. Aber das Geowatz ebenfalls, da es jetzt durch die Verbrennung drauf geht. Ja, by the way. Ich wollte noch kurz was erwähnen. Und zwar... Falls ihr euch jetzt wundern solltet, wo war denn der Kampf gegen Herr Baro und vor allem auch gegen Frieda und Volkner? Weil in der letzten Folge war es ja ursprünglich noch gegen Lamina und alle. Ja, es liegt daran, dass ich eine Folge nach dem Upload nochmal offline nehmen musste, weil mir ein kleiner Fehler passiert ist. Und ja, ich habe den noch kurz gefixt. Deswegen, die Folge kommt am gleichen Tag wie die hier nochmal online. Ich meine, es wird keine Nachricht kommen, denn ich habe das mit dem YouTube-Editor bearbeitet. Das war nur eine kleine Stelle, die ich rauscutten musste. Aber aufgrund, dass das komplette Video nochmal durchgerendert ist auf YouTube, ja, hat das bis am nächsten Tag gedauert. Sorry dafür auf alle Fälle. So, Hypoteros. 3 von ihr sind aber schon down. Ja, also Erdbeben ist damit natürlich nutzlos. Das Problem ist halt, ich hoffe, dass der keine Steinattacke oder so drauf hat. Eiszahn. Eiszahn tut schon mal richtig weh, denn das bedeutet auf alle Fälle, dass ich Knackrack nicht gegen ihn reinschicken kann. Für alle Fälle, denn der ist gegen Eisattacken sehr schwach. So, Stahlflügel vielleicht? Ja gut, Stahlflügel ist sogar noch ein Stück stärker. Wenn es trifft. Ja, aber macht nicht viel Damage. Das läuft gerade nicht gut.
Vor allem auch immer wieder den Schaden, den ich da kriege. Ich hoffe, Ruhe heilt genug. Ja, auf 200. Er setzt wieder Eiszahn ein. Okay, diesmal hat es aber fast kein Damage gemacht. Das ist bei Staraptor sowieso immer komisch. Manchmal macht das so viel Damage und manchmal gar nichts. Das habe ich bis jetzt eh noch nie wirklich verstanden. Erholung. Okay, er schwächt sich komplett selbst. Also indem man jetzt nämlich einschläft. Aber er ist dafür jetzt gleich wieder Full Heal. Das ist das Problem. Und eine Beere haut er sich auch noch rein. Ach, damit er direkt wieder aufwacht. Ey, du bist so ein lästiges Stück. Das nehme ich ihn jetzt aber echt übel. Da wacht er einfach wieder auf direkt. Ja, das ist bei Erholung natürlich richtig geil. Da kannst du einmal Erholung ohne irgendwelche Auswirkungen machen. Das ist halt echt geil. Soll ich jetzt wieder? Ich glaube, da ist es besser, wenn ich vorher auf eine Top-Genesung gehe. Weil die Ruhe-Orts werde ich vielleicht sogar noch brauchen. Nicht zu vergessen, wir haben ja noch 3 Kämpfe. So, da ist dann den Held jetzt ein bisschen weniger Schaden vielleicht. Ja, verdammt. War doch ein bisschen zu viel, aber egal. Ja, und den Rest müsste ich eigentlich... Ich gehe jetzt nochmal auf Aeroast und dann würde ich sagen auf Nahkampf. Wobei ich dann auch ein bisschen unsicher bin, ob... Okay, Strat ist ausgewichen. Endlich mal. Das hat mich schon die ganze Zeit jetzt gewundert. Warum weicht der Kerl nicht aus? Sonst hat er es auch immer gemacht. Verdammt, jetzt im roten Bereich. Jetzt gibt's, ja, es gibt jetzt hier eine Top-Genesung, ich bin mir sicher. 100% ich setze die jetzt auf Top-Genesung. Ja, war klar. Das Hypoterus, das hält mich gerade ein bisschen länger auf, als ich eigentlich will. Ja, wieder ist so ein Aim. Die muss doch irgendwann keine AP mehr haben. Ich meine das jetzt ernst. Die muss doch irgendwann, müssen ja doch die AP ausgehen. Ne, jetzt. Scheiße, jetzt habe ich verdrückt. Ich wollte. Oh nee, gut, starrt das raus. Ich habe mich ja verdrückt, verdammt. Ich wollte eigentlich runtergehen auf Ruheort, aber okay. Fail. Ich hatte vielleicht gehofft, dass Staraptor das jetzt aushält, aber scheinbar ja nicht. Gut, dann Roserade. Ich hoffe, die hat schnellere Initiative, bitte. Ja, hat sie. Roserade sind Bodenattacken, glaube ich, auch relativ egal. Also sie kriegt zwar Schaden, aber nicht so viel wie andere. Gut, aber jetzt haben wir das auch schon mal raus. Eins hat sie jetzt noch. Ein Rihornior? Das hat sie beim ersten Durchgang aber nicht gehabt. Fuck, das ist ja richtig stark. Das ist dieses ganz fette Ding da. Dieses orange Ding. Ja, genau. Oh Gott. Das könnte kritisch werden. Okay, Roserade zieht schon mal mehr als die Hälfte ab. Aber was kommt jetzt? Felswerfer. Roserade weicht aber aus. Oh mein Gott, danke. Danke. Jetzt labert sie irgendwas wieder, dass sie in einer brenzlichen Situation ist, aber das ist egal, denn ich glaube nicht, dass sie jetzt Top-Genesung einsetzt. Nee, tut sie nicht und damit müsste der auch down sein. Gott sei Dank. Okay, das war jetzt doch ein bisschen härter, als was ich erwartet hatte. Bringt aber nochmal genau ordentlich viele Erfahrungspunkte. Für Roserade reicht es nicht ganz fürs Level ab, aber für Luxtra. Aber ihr seht schon, wir können auch ohne Luxtra tatsächlich auskommen. Zum Glück auch. Ich meine, wie gesagt, Luxtra wäre halt komplett lost gewesen hier. Na gut, dann ist der Kampf auch hinter uns. Allerdings muss ich jetzt mal kurz 2 Beleber anwenden. Glücklicherweise habe ich genug gekauft. Trotzdem ist es ein bisschen bitter, die ganze Geschichte. So, Top-Tränke hätte ich. Ja, gut, muss ich eigentlich einsetzen. Wobei, nee, komm. Das ist, die Kumo-Milch ist deutlich billiger. Auch wenn ich sie jetzt ein zweites Mal einsetze. Kostet ja nur 500 eine Flasche.
By the way, das ist wirklich, falls jemand auf Sparkurs ist, was die Poké-Dollar angeht, dann kann ich eigentlich nur die Kumo-Weg empfehlen. Die heilt immer 100 auf und kostet halt, wie gesagt, pro Stück nur 500. Wenn man bedenkt, ein Supertrank kostet 700 und heilt nur 60 auf. Also das ist echt viel besser. Na gut, Ignaz. Warte mal, der ist Typ Feuer. Gut, da bleibe ich gleich bei Empoleon. Ganz, ganz wichtig aber. Das trifft Zeppeli. Das wird wieder eine harte Geschichte, denn das wird den Ausweichwert wieder so richtig steigern. Und wenn es wieder Staffete einsetzt, dann weiß ich dieses Mal auch Bescheid, wenn sein Panfermo, wenn er es überhaupt noch hat, wieder die ganze Zeit ausweicht. Das war beim letzten Mal ja so eine richtig dumme Sache. Da hat er nämlich einfach die Statuswerte übernommen, dieses Panfermo von Drift Zeppeli. Was anscheinend sonst nie jemandem passiert, aber bei mir anscheinend ja schon. Gut, er fängt mit dem Hundemon an. Das habe ich im Untergrund jetzt schon so oft geklatscht und ich glaube, das sollte hier auch relativ schnell down sein. Ränkeschmied. Okay, erhöht irgendetwas seinen Spezialangriff stark. Das sollte man natürlich nicht unterschätzen, aber ich glaube, genau so ist es. Empoleon macht ihn direkt One-Hit, bevor da irgendwas passiert. Ich hatte jetzt wieder mit irgendwie so einer Erdbebenattacke gerechnet. Ich glaube, die kann Hundemon auch erlernen. Aber gut. Panfermo, okay, er setzt jetzt schon ein. Huh, da bleibt uns schon mal eine... da können wir uns schon mal wenigstens... müssen wir uns wenigstens mal weniger Sorgen machen, dass diesmal das Panfermo mich nicht nerven wird. So, ich setze es auf voll auf Aqua-Hobbitze. Nahkampf, fuck. Fuck! Okay, er senkt seinen Verteidigungswert, aber egal. Bitte, die Aquapizza, sie muss sitzen jetzt. Perfekt. Er ist raus. Er ist auf alle Fälle raus. Nein, er hat einen Fokusgurt! Ich hasse diesen Kerl wie keinen anderen. Und jetzt kommt er mit einer Top-Genesung. Du bist doch ein Arschgesicht, aber so ein fettes. Wie viel AP hat Nahkampf? 5. Ja gut, soll ich jetzt wirklich noch weitere 4 Top-Genesungen nehmen? Vor allem die Frage ist halt, ob Empoleon das jetzt wirklich nochmal aushält. 4 KP waren übrig. Ja, sicher setzt er nochmal Nahkampf ein. Ja, 8 KP wieder. Ich könnte es natürlich so machen, aber ich bin halt am überlegen, ob das wirklich so sinnvoll jetzt ist. Selbst wenn es seine Verteidigung jetzt die ganze Zeit sinkt. Es bringt irgendwie nicht so viel. Mann, ich habe auch kein Geist-Pokémon, das geht mir auf die Nerven. Weil dann wäre die Nahkampfattacke auf alle Fälle nutzlos. Aber ich glaube, Stand jetzt habe ich nur die eine Möglichkeit. Vielleicht weicht er aus. Tempohieb. Okay, gut. Genau das, was ich meinte. So, und der Fokuskurt sollte nur einmal zählen. Das bedeutet, wenn er jetzt aushält, müsste die Aquapizza ihn richtig natzen. Er hält nicht. Jetzt natürlich hält es nicht aus. Aber er hat gleich keinen Nahkampf mehr. Das ist das Gute. Das war jetzt schon der 3. oder 4. Ne, der 4. war es schon. Einmal hat er noch. So, bevor mir der Kerl weiter auf die Nerven geht. Der ist so gefickt jetzt mit seiner... mit seiner Verteidigung und das bedeutet, dass Eroas sollte ihn killen. Gott sei Dank. So, ich hoffe, er schickt jetzt als nächstes ein Drift Zeppeli, weil dann kann ich das auch gleich direkt rausnehmen. Das hat nämlich gegen Staraptor keine Wirkung. Seine Geistattacken. Nee, er kommt mit Flamara zuerst. Warum muss jetzt erst Flamara kommen? Jetzt ohne Witz. Aber was ist denn noch gegen Feuer geil? Außer Wasser. Naja, Eisattacke hat keiner drauf, oder? Nee. Das schießt nicht gut. Dann bleibe ich bei Staraptor. Weil wir gegen das noch nie gekämpft haben, ist es auch blöd. Aber es finde ich voll lustig, dass jetzt während dieses Rematches relativ häufig wir Evoli-Entwicklungen kennengelernt haben. Fand ich bis jetzt immer geil. Also Flamara hatten wir schon, wir hatten Blitzer schon. Glaziole haben wir schon gesehen. Mich wundert es, dass es noch kein Fulipurba gab oder so. Das wäre sowas gewesen, das hätte ich bei Sylvana mir vorstellen können.
Und Marinus, der Kampf, der leider verloren gegangen ist, der hatte auch zum Beispiel kein Aquana, glaube ich. Könnte ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Ich drücke dem jetzt den Nahkampf rein, ich habe keinen Bock mehr weiter zu warten. Nein, das bringt nichts! Flammenblitz. Okay, Glück gehabt. Ist Flammenblitz nicht sogar das, was ihm aber so viel Damage macht? Das wäre mega dumm eigentlich. Na gut, wie dem auch sei. Gut, dann Aeroas und... Na, warum überlebt er das jetzt? Wirklich, hat er jetzt irgendwas gehabt, was... Aber okay, wenn er Flammenblitz nimmt, von mir aus. Nee, okay, das ist blöd gelaufen. Aber es müsste ihm eigentlich selber auch Damage machen, oder war das eine andere Attacke? Nee, das war die. Er hat wirklich sein Flamara einfach geopfert. Ja, bestimmt. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Roserade ist nutzlos. Skunten kann ich nur einsetzen. Galoppa. Galoppa darf sogar als erstes. Wollte auch wieder mit Flammenblitz kommen, aber gut. Diesmal nicht. So, ein weiterer Nachthieb. Ja, der sitzt jetzt zwar, aber Skuntank sollte das aushalten, so ist es auch, und er selbst nimmt richtig viel Schaden. Das bedeutet, das Galoppa müsste auch weg sein. Gut, noch eine Sorge weniger. Also eigentlich bleibt jetzt das letzte Pokémon, nur das trifft Zeppeli. Gut, Knackhack Level Up, auf die 80 auch. Also fast das volle Level 80er Team. Skuntank braucht jetzt noch diesen einen Kampf und dann hat er's. LOL, er hat gar keinen Driftzeppeli diesmal. Mark Brandt. Okay. Voll interessant. Setzt jetzt nur Feuer oder was? Tatsächlich. Na dann. Volle Kanne Nachthieb. Ja, zieht nicht so viel ab. Feuersturm. Die ist relativ stark. Warte mal, Feuersturm ist aber physisch. Das könnte sich ausgehen. Das könnte sich ausgehen. Wenn jetzt nochmal Feuersturm einsetzt. Ja, super, jetzt habe ich ein großes Problem. Er wird jetzt wahrscheinlich erstmal eine Top-Genesung einsetzen, deswegen ich gehe auf Toxin. Ja, so ist es. Da er nämlich als erstes darf, ist mir das relativ schnurz. Er wird trotzdem Toxin abbekommen. So frisst das, mein Freund. Die Vergiftung macht den Rest. Wenn jetzt Skuntank nochmal ausweicht, ist ja so geil. Hä? Ach, so will er das machen. Ja, nee, 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 nee. Safe nicht. Aber sicher nicht. Gib gleich direkt nochmal die Vergiftung. Die Beere ist nämlich jetzt weg. Ja, schade, er weicht nicht nochmal aus. Skuntank überlebt sogar ganz knapp. Also für das, was Skuntank geleistet hat, gebe ich ihm, glaube ich, jetzt nochmal eine Top-Genesung. Beziehungsweise jetzt einen Top-Trank natürlich. Also jetzt kein Effekt oder so. Ich finde es auch geil, dass er fast 300 KP hat. Der ist halt echt ein Vieh. Er weicht schon wieder aus. Es ist unglaublich, was Skuntank jedes Mal hier leistet. Wenn es mal brenzlig wird, ist auf ihn Verlass. Es hat einen Grund, warum Skuntank bis jetzt in jedem meiner Pokémon-Let's Plays, das sind zuerst zwei, nämlich Schwert und Schild und das hier, im Team ist. Bei beiden hat er sich absolut als absolut geile Alternative bewiesen. Feuersturm wieder. Okay. Verdammt, jetzt hat er eine Verbrennung bekommen. Wird er jetzt nochmal die Top-Genesung einsetzen, ist die gute Frage. Den Toxin wird er jetzt genau ganz schön weit runterholen. Weil wenn ja, habe ich ein Problem. Nee, tut er nicht. Okay. Gut, dann ist sein Magbrand auch weg. War schon ein bisschen schwieriger. Drei Pokémon hat es gekostet. Zwei.
Skuntank hat es knapp überlebt. Ja, und Skuntank erreicht sogar für seinen Kampf jetzt die Level 80. Jetzt fehlt nur noch Roserade und das müsste sie heute aber, glaube ich, auch noch schaffen. Also Roserade sollte, wenn es gut geht, heute auch noch Level up werden. Okay, dann müssten wir es eigentlich einsetzen, dann wird's klappen. Sollen wir riskieren? Können wir machen. So, die Zeit reicht auf alle Fälle, dass wir nochmal den vierten und letzten herausfordern. Und dann haben wir beim nächsten Mal nur noch Cynthia als die letzte Hürde. Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Fail. Oh Mann, stimmt ja. Hätte ich gleich direkt Top-Genesung einsetzen können, hätte ich mir den Hyper-Heiler jetzt gespart. Gut, und hier nochmal dasselbe System. Viermal Kumo-Milch anwenden. Finde ich halt, wie gesagt, so geil. Ich meine, das heißt einfach, 50 Kumo-Milch kostet einfach 25.000 Poké-Dollar. Das ist nix. Das ist echt nix. So, also jetzt haben wir Psycho als letzten. Ja, Lucien ist Psycho. Was ist gegen Psycho nochmal geil? Ich glaube tatsächlich Unlicht, aber wie gesagt, ich knobel jetzt einfach mal, dass Roserade standhält, damit die noch ein paar Level bekommt. Wie gesagt, dann wäre es voll geil, weil dann stehen wir mit einem Full-Level-80er-Team bei Cynthia. Also Lucien, her mit dir. Der labert halt immer so viel über seine scheiß Bücher. Die interessieren keinen. Vor allem, ich bin gespannt, was der jetzt alles nochmal hat. Also, er hat sich auch wieder. Pantymos fängt an. Pantymos ist auch so eine gefährliche Geschichte. Fee und Psycho, glaube ich. Das heißt. Ja. Zauberschein kann ich mir eigentlich sparen. Den kann ich mir echt sparen. Okay, da Blütenwirbel zieht schon mal ein bisschen was Gutes ab. Lichtschild. Stimmt, Pantymos ist ja eher so eine defensiver. Der hat Lichtschild, Reflektor und solche Geschichten. Er kann aber auch starke Attacken wie zum Beispiel Power Punch lernen, das weiß ich. Und Power Punch bei Pantymos ist, glaube ich, jetzt nicht allzu stark, aber kann ganz geil sein. Psychokinese kann er lernen, stimmt. Okay, Roserade hat ein Problem, das ist sehr effektiv. Fail. Und er setzt auf Top-Genesung, so ein Schwanz. Eigentlich hätte ich es mir denken können. Ich hätte gleich direkt auch Top-Genesung einsetzen können. Ja gut, ich sage ja schon nichts. Ich will aber, dass Roserade den schafft jetzt. Komm. Roserade haben wir allgemein im kompletten Projekt am wenigsten mit eingepumpt. Ne? Setzt jetzt wieder Psychokinese an, na sicher. Aber Roserade weicht aus. Kann der Blütenwirbel jetzt ein bisschen stärker sein, bitte? Weil dann wird sie sich ausgehen, dass er down geht. Und ja, es geht sich aus. Gut. Zweck erfüllt. 2000 aber nur. Psyana. Okay, die nächste Evoli-Entwicklung. Kämpft trotzdem jetzt erstmal weiter. Ja, ich bleib gleich direkt bei Blütenwirbel. Nee! Darf als erstes. Lächerlich. Ja, zieht natürlich viel ab, aber wenn Roserade jetzt nicht ausweicht, dann ist es vorbei, deswegen nee. Was haben wir denn gegen Psycho? Wie gesagt, ich glaube, dass es Unlicht ist, deswegen kommt eigentlich fast mir an das Skuntank in Frage. Der hat das einzige Typ Unlicht. Ich meine, Unlicht-Attacken haben wir mehr, ich weiß, aber... Stimmt, ich kann mich erinnern, weil der Typ Unlicht... Das ist sogar wirkungslos. Gut, wir haben doch die optimale Waffe gegen... Gegen Lucien. Ich war gerade ein bisschen verwundert wegen der Feenattacke. Nice. Hat getroffen. Und ihn genatzt. Gut, Psyana ist auch raus. Bronzong. Ja, auch dasselbe Spiel. Hätte ich mir eigentlich vordenken können, stimmt eigentlich.
Da ist der Flammenwurf auch noch mega geil, aber ich gehe trotzdem auf den Nachthieb. Verdammt. Verdammt, verdammt und nochmal verdammt. Was für ein Volltreffer, auf den habe ich nämlich geknobelt, aber ich dachte, das wird sich ausgehen. Erdbeben, scheiße! Danke, Skuntank, dass du überlebst. Wartet mal, der ist im roten Bereich. Komm, der Arsch setzt doch jetzt safe eine Heilung ein. Aber sowas von safe. Warte, ich probier's trotzdem. Flammenwurf, komm. Ich wusste es. Dann hat er seinen Zug wenigstens aufgebraucht. Kann ich beim nächsten Mal jetzt Heilung einsetzen. Wenn der Flammenwurf jetzt ihn nicht komplett killt, zumindest ihn auf gelb runterholt, wäre schon nice. Nicht mehr das. Deswegen wollte ich den Flammenwurf nicht einsetzen. Gut, na dann. War so klar an der Stelle. Habe ich jetzt den Erstangriff? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hatte ich. Komm, nach die bitte Volltreffer. Fuck! Hey, halt bitte Stand. Aber ist physisch. Warte, ist das nicht physisch? Komm, ist es physisch, oder? Nee, ist es nicht. Ich hasse es jedes Mal, wenn diese ganzen Spackos jedes Mal Erdbeben alle drauf haben. Da musst du wirklich schon fast mit einem kompletten Flug-Pokémon-Team angreifen, weil dann nimmst du Bodenattacken natürlich komplett raus, aber trotzdem. Simsala kommt noch. Tut trotzdem gerade weh, Skuntank so zu verlieren. Der darf sogar als erstes Ränkeschmied. Was war denn das nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. Stimmt, Spezialangriff steigt er. Macht aber nichts mehr, denn Simsala ist auch schon raus. Und ich glaube, jetzt kommt das Letzte, was er hat. Gut. Galagladi. Echt? Das ist Psycho? Ich dachte, es wäre Pflanzekampf. Oder ist es vielleicht doch Psychokampf? Das könnte sein. Okay. Ich dachte, es wäre Pflanzekampf, aber egal. Muss er. Hey Leute, hat echt keine. Was? Ja, was gehe ich denn dann am besten? Komm, ich buddle mich ein. Ich schau mal kurz, was er für Attacken hat. Ganz einfach. Damit kann er eine Attacke auf alle Fälle anwenden. Ne? Nahkampf. Er hat echt eine Kampfattacke. Lästiger Kerl, aber wirklich. Jetzt hat noch eine Beere. Okay, wenn Knackerk das jetzt trotzdem aushält, wäre es geil. Er hält der Stand, ich weiß, dass er Stand hält. Natürlich hält er Stand. Ich kenne ja Knackrack. Mein Knackrack ist Legende. Gut. Entscheidender Schachzug. Bitte sagt, dass dieser entscheidende Schachzug nichts mit jetzt heilen zu tun hat. Hat's nicht. Weil dann habe ich ihn. Jetzt geht Nahkampf daneben und jetzt hat er ein Problem. Gut, ich sehe jetzt nicht, dass er noch einen roten Balken hat, so ist es nicht. Sprich, auch sein Galagladi ist raus und damit haben wir auch ihn bekommen. Und diesmal ist uns zum Glück nur eins down gegangen. Gut, Staraptor Level Up und zwar auf die 82. Gut, Roserade schafft es nicht ganz auf die 80, aber ich glaube, das Erste, was wir von Cynthia klatschen, sollte vielleicht sogar schon ausreichen, dass es Level Up wird. Ja, wie dem auch sei. Lucian ist auf alle Fälle besiegt, sprich die Rematches der Top 4 sind abgeschossen. Na gut Leute, dann würde ich sagen, wie ihr schon sagt, die finale Prüfung.
die kommt beim nächsten Mal. Ich werde mich jetzt erstmal heilen und ja, mal gucken, was Cynthia im Rematch da drauf hat. Sie wird es mir auf alle Fälle nicht leicht machen. Ganz ehrlich, ich bin mir relativ sicher, die haut da so einiges raus, mit dem wir nicht rechnen. Seid auf alle Fälle gespannt im nächsten und zeitgleich letzten Part von Pokémon Strahlender Diamant. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, Leute!